Hallihallo. Moin, herzlich willkommen zum Adventskalender der Webweinschule 2019. Das war sehr nett von vielen von euch nachzufragen, ob wir wieder einen machen würden. Deswegen haben wir das relativ spontan entschieden und haben heute deswegen mal 2x12 statt 24 eigentlich eher. Ja, in der Tat. Wir haben 2x12 Weine. Felix hat sich ein Thema ausgedacht, ich habe mir ein Thema ausgedacht. Beide sind nicht so klar zu erkennen, wenn wir verkosten. Es wird erst am Ende der Verkostung aufgelöst. Jeder hat 6 Weißweine und 6 Rotweine. Ja, das stimmt nicht ganz. Ich habe 5 Weißweine, 1 Schaumwein und 6 Rotweine. Anja weiß schon ein bisschen was, weil wir haben gestern bereits die Verkostung für meinen Weinen gemacht. Mhm. Und heute machen wir die von Anjas. Gleichzeitig sind meine ungerade. Anjas sind ungerade, das heißt, der erste Tag wurde dieses Mal nach dem zweiten gedreht. Genau, kompliziert. Klingt wahnsinnig kompliziert, ganz einfach. Wie in den Vorjahren auch, entstehen die Folgen am Schneidetisch. Mit anderen Worten, wir haben im Moment November. Wir drehen das, weil in der Vorweihnachtszeit keine Chance besteht, dass Anja sich die Zeit nimmt. Das ist ihr wichtigster Monat und es ist auch Quatsch, jeden Tag eine Folge zu drehen, sondern wir drehen das in 2 Tagen am Stück. Der Rest entsteht am Schneidetisch. Das heißt, es ist eine echte Blindprobe. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Anja weiß nicht, was sie erwartet. Und wenn dann nachher, gerade bei unseren Folgen, bei denen ich auf dieser Seite sitze, ihr werdet sehen, dass morgen sitze ich auf der anderen Seite, weil da hinten stehen die Flaschen und dann hat man die Flaschen im Rücken. Genau. Wenn ich hier irgendwas erzähle, was sich auf Weine bezieht, die vielleicht erst noch kommen, dann ist das aus Versehen, wenn wir uns dann auf den gestrigen Drehtag beziehen. Aber wir versuchen das zu vermeiden und legen einfach los mit Anjas ersten Wein. Jawohl. Ich habe von der Laura Espinchi, den Weltenbummler. Warum habe ich den dabei? Es ist tatsächlich eine so zauberhafte Geschichte, die ich dem Felix erzählen werde, wenn er den Wein verkostet hat. Ich bin ziemlich sicher, dass er es nicht rausbekommt. Es ist nämlich ein Veltliner aus Rheinhessen. Tadam. Liebe Felix, wir beginnen natürlich weiß. Sehr gut. 5 Minuten nach dem letzten Kaffee 10.15 Uhr morgens. Sehr schön. Ich freue mich auf tolle Weine. Ja, ich bin sehr gespannt, ob du... Weißt du, was wir vergessen haben einzudecken? Ne? Spucknäpfe. Morgens so um 10.30 Uhr wäre das, glaube ich, eine ganz gute Idee. Magst du noch mal welche holen für uns? Das ist ja eine spannende Nase. So. Ein bisschen Honig. Erzähle ich mal, während Anja Spucknäpfe holt. Aber nicht so ein Botrytis Honig, also nicht so ein edelsüßer Honig, sondern... Spektakuläre Kombination aus Honig und Zitrusfrucht irgendwie. Finde ich ja sehr interessant. Weißt du, ich bin so überzeugt von meinen Weinen, dass ich die selber alle trinken würde und gar nicht wegspucken möchte, von daher. Bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Also, das ist aber eine wunderschöne Frucht. Das ist ja... Ei, da hätte ich tatsächlich... Also im Nachmittag bräuchte ich da keinen Spucknapf für. Nee, ich auch nicht. Ich gebe dir einen Tipp, das ist eine Rebsorte, die wir... da nicht vermuten würden, wo der Wein herkommt. Genau. Okay, also mittlerer Körper, also kein dicker Brummer, aber auch kein totales Leichtgewicht. Schöner Druck, eher so ein bisschen schlank, ein bisschen straight auf der Frucht. Dabei aber nicht Limo, banal, knarztrocken, würde ich denken. Wir bemerken hier an den Kirchenfenstern wahrscheinlich auch gar nicht so wenig Alkohol. Ich bin nicht in Deutschland und meine erste spontane Idee wäre, dass es Weißburgunder ist. Aber so wie du das jetzt anmoderiert hast, ist es das eher nicht. So ein bisschen Schmelz ist dabei. Ich wäre jetzt aber trotzdem in Europa. Ich würde sagen Südeuropa, Italien. So, mehr kann ich nicht raten.
Super schwer und ich gestehe, dass es auch wirklich, wirklich schwer ist. Wir sind nämlich in Deutschland. Mhm. Wir sind beim Nico Espenschied und Laura Espenschied in Rheinhessen. Und ich habe ganz lange auf so einen Wein gewartet. Ein Wein mit einer Liebesgeschichte. Oh, schön. Das ist tatsächlich so. Erstens ist es Lauras Wiedereinstieg in den Wein nach den Kindern sozusagen. Und der grüne Veltliner aus Rheinhessen heißt Weltenbummler, weil sie tatsächlich mit diesem Wein aus Bremen kommend nach Wien gegangen, dort eigentlich Biologin studiert hat, auf Weltreise ging in Australien, zum Wein kam und am Neusiedlersee, wo sie ihr Praktikum gemacht hat, den Nico Espenschied kennengelernt hat. Das ist ja nett. Alles auf dem Etikett? Halleluja, alles ist auf diesem Etikett. Und natürlich ist es ein grüner Veltliner, die Klone stammen vom Alvin Jurčić, den sie beide gemeinsam kennen und wurden nochmal separat veredelt und wachsen jetzt in Rheinhessen. Schön. Hat aber tatsächlich mehr Frucht, als ich das erwarten würde bei einem Veltliner. Absolut, absolut. Und der ist sogar im Holz ausgebaut. Und Wahnsinn. Das riecht und schmeckt man auch nicht. Nee, toll. Spannender Wein. Vielen Dank. Wenn euch das gefallen hat, wir haben gestern beim Dreh die ganze Zeit vergessen, mal um Daumen zu betteln. Machen wir es einmal, wir übertreiben es aber auch nicht. Daumen nach oben wäre ganz lieb bei jeder Folge, die euch gefällt. Bis morgen. Bis morgen. Spektakulär, wirklich spektakulär. So nett, oder? Mhm. Eine Liebesgeschichte.